Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das uns der Inji herstellen kann. Und zwar haben wir hier zentraler Niederschlagsauslöser. Und was macht das? Platziert einen zentralen Niederschlagsauslöser für bis zu 2 Stunden, mit dem ihr Freiwillige den Zorn der Natur erleben könnt. Ein integrierter Tarnmechanismus sorgt dafür, dass nur Mitglieder eurer Gruppe oder eures Schlachtzugs das Gerät sehen und seine Effekte sehen können. So rum. Okay, also ihr seht schon, ganz schön langer Text hier. Ich weiß nicht, was dieser Zorn der Natur sein soll, aber wir werden es jetzt gleich mal rausfinden. Und bevor wir das machen, will ich euch jetzt noch erklären, wo ihr das Ding herkriegt. Einmal habt ihr die Möglichkeit, das direkt im Auktionshaus zu kaufen. Kostet, wie ihr seht, bei mir jetzt gerade 76.000. Oder ihr sucht euch ein Inji, das bauen kann. Und wenn ihr kein Inji habt, könnt ihr hier bei den Handwerkern einmal in Taldrassus euch das bauen lassen. Also nicht von den Handwerkern, sondern ihr stellt hier einen Arbeitsauftrag. Und über den Arbeitsauftrag findet ihr dann hoffentlich einen netten Inji, der euch das baut. Und ja, ihr seht schon, wir benötigen hier ein paar extra Materialien. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Materialien, die ihr im Auktionshaus kaufen könnt. Und die kosten zusammen 11.000 Gold. Und dann haben wir 2 Materialien, die sind beim Aufheben gebunden. Und die müsst ihr selber besorgen, wenn ihr hier diesen Arbeitsauftrag stellen wollt. Wie läuft es jetzt? Und zwar diese extra Materialien, die kriegt ihr nur zusammen. Ihr seht, hier unten habe ich ein paar. Da gibt es nämlich insgesamt 4 Stück von allen 4 Elementen. 1, also Feuer, Frost, Luft und Irden. Das ist halt Erde, die Seelen. Natur gibt es jetzt hier nicht, aber die 4 gibt es einmal. Und zwar kriegen wir die über ein Item. Schockdrossel Seeleninhalierer schimpft sich das. Und das kann man auch im Auktionshaus kaufen oder auch hier in den Arbeitsauftrag stellen. Kostet aktuell 13.000 bei mir auf dem Server. Und dann gibt es noch leerer Seelenkäfig. Das kann in Juwe bauen. Das könnt ihr auch im Auktionshaus bekommen. Und die beiden Items braucht ihr. Wenn ihr die Items habt, dann müsst ihr einmal Elite... Elemente abbauen, also so Elementare. Und da gibt es halt verschiedene. Hier brauchen wir einmal Frost und einmal Luft. Und wo ihr die bekommt, das kann ich euch jetzt mal kurz zumindest auf der Map zeigen. Ich habe da auch schon mal ein Video gemacht zu den Pets, also da habe ich schon mal ausführlicher gezeigt. Aber jetzt hier für den Tolga zeige ich es euch auf der Map. Und zwar in der Ebene von Onara gibt es hier unten, etwa hier, bei den Koordinaten 23, 36, Elite... Luftelementare, die laufen da rum. Da gibt es auch einen Haufen andere. Ihr müsst definitiv die Luftelementare absaugen. Und dann gibt es noch ein Wasserelementar. Und zwar hier auf den Koordinaten 55, 76. Das steht in der Mitte von dem Wasser. Das ist hier so ein kleiner Teich. Und da haben wir dann noch ein Wasserelementar. Und wie läuft das? Ihr müsst quasi euer Absauge-Item haben. Das einmal benutzen, wenn der Gegner kurz vorm Sterben ist. Am besten haut ihr ein paar Dots drauf, denn der Elementar muss sterben, während ihr hier mit dem Item drauf channelt. Und was ihr auch haben müsst, ist quasi ein leerer Seelenkäfig, denn die Seele, die wir von dem Elementar absaugen, die landet dann in unserem Inventar, beziehungsweise verbraucht dann einen von den Käfigen und dann habt ihr ein Item im Inventar und das Item könnt ihr öffnen. Das dürft ihr aber nicht öffnen, sondern ihr müsst eine Viertelstunde warten. Da ist auch ein Timer drauf und wenn ihr es nach einer Viertelstunde öffnet, dann kriegt ihr eine von diesen Seelen raus, je nachdem, welches Elementar ihr natürlich abgesaugt habt. Ist ein bisschen Arbeit tatsächlich, also ihr müsst dann erstmal ein paar Seelen saugen. Das Ding ist, wenn ihr eine Seele abgesaugt habt, steht hier auch im Tooltip, dann hat das eine Viertelstunde Abklingzeit. Also ihr könnt alle Viertelstunde eine Seele absaugen und das so oft machen, wie ihr wollt oder so viele leere Seelenkäfige, die ihr habt. Mit einer geringen Chance gibt es auch nochmal Pets raus, die sind jetzt am Anfang der Expansion mehrere hunderttausend Gold wert. Also theoretisch kann man da auch nochmal Gold mitmachen und ja. Das sind die Sachen, wo ihr quasi diese seelengebundenen Materialien herbekommt. Ich habe mir schon einige gefarmt, um dementsprechend auch diese Pets nebenbei schon bekommen zu können. Genau, also falls ihr diese Mats farmen wollt, könnt ihr den Rest von dem Stuff aus dem Auktionshaus kaufen und dann kommt ihr wesentlich günstiger an dieses Item tatsächlich ran. Ne? Also wenn ihr jetzt überlegt, hier, das kostet aktuell bei mir Marktwert 76.000, die nicht seelengebundenen Mats kosten 11.000. Wenn ihr das Zeug farmt, kommt ihr deutlich günstiger aus der Nummer raus. Genau. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das auch mal an, lernen das einmal. Und dann stellen wir das einmal auf. Dann gucken wir mal, ob das auch wieder... Oder warte mal, ich stelle das mal da hinten auf, ein bisschen ab vom Schuss.
dass da nicht irgendwelche anderen Leute da versehentlich reinlaufen. Ah, guck mal, das kann man ansprechen, so wie es aussieht. Tretet die Maschine, drückt den Knopf, auf dem Ascheregen steht. Okay, machen wir mal Ascheregen. Okay, also der Ascheregen ist jetzt relativ dezent, muss ich sagen. Also ihr seht's, ne? Es sind hier so kleine Aschepartikel fallen runter. Okay, interessant. Sandsturm können wir machen. Okay. Der Sandsturm ist auch relativ dezent. Aber man sieht ihn, ne? Also ihr seht, hier ist so ein bisschen Sand in der Luft. Man hat hier auch einen Buff drauf. Was haben wir dann als nächstes? Wir haben dann noch den Schneeschauer. Es schneit jetzt nicht richtig, aber es ist so verwehter Schnee. Seht ihr das? Also man sieht so gut wie gar nicht, finde ich. Ah, doch jetzt. Ah, okay. Man muss vielleicht auch einen Ticken manchmal warten. Dann bin ich ein bisschen ungeduldig. Ah, jetzt schneit schon ordentlich. Ja, definitiv. Was haben wir dann als letztes? Den Regenguss haben wir noch. Und dann will ich natürlich nur ausprobieren, was passiert, wenn man das Ding tritt. Es dauert immer ein bisschen, bis es umschaltet, so wie es aussieht. Regenguss, komm, auf geht's. Ah ja, okay, der Regenguss ist auch schon ordentlich. Also den sieht man gut. Jetzt klicke ich das. Kann man das nicht wegklicken? Ah, das kann man gar nicht verklicken. Ich gehe nochmal kurz zu dem Schanzsturm zurück, weil ich glaube, ich habe dem nicht genug Zeit gegeben, dass er sich entfalten kann. Kann das sein? Oder war der einfach nur, ich will jetzt nicht sagen shitty, aber ein bisschen wenig. Also der Sand, na gut, der Sandsturm, der ist halt einfach nicht viel, ne? Man sieht hier schon ein paar Wolken. Ja, ein bisschen Sandsturm ist schon. Wird auch alles ein bisschen milchiger, ne? Okay, so viel dazu. Haben wir dem Sandsturm genug gegeben. Jetzt treten wir einfach die Maschine. Okay, dann werden wir weggekickt. Oder, ah, okay, wenn man das tritt, dann hören die ganzen Effekte auf, ne? Jetzt den Regenguss nochmal anmach. Trete ich den, dann ist, weil den Effekt kann man nicht wegklicken. Man kriegt den Effekt quasi nur weg, indem man den tritt, oder jetzt ist der Buff weg, aber es regnet immer noch. Okay, so viel dazu. Und so wie das aus... Ah, jetzt ist es weg. So wie das aussieht, sehen das dann alle Leute, die bei euch in der Gruppe oder im Schlachtzug sind. Ist schon ein ganz witziges Ding. Zumindest für seine Leute kann man dann das Wetter damit kontrollieren. Und ja, damit sind wir auch tatsächlich durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Vielleicht noch so ein kleiner Tipp, wenn ihr die anderen Elemente auch noch farmen wollt, so als extra Goodie, kann ich euch die Spots auch noch verraten. Für die Erde könnt ihr die hier oben farmen, auf den Koordinaten 47, 35 in der Küste des Erwachens. Und Feuer habe ich hier unten, nee, halt bei Vaktros gefarmt, da wo auch das Feuerzeug ist, bei 6 oder bei 79, 37, etwa da oben. Also da, es sind immer nur die Elite-Elementare, ne? Runterklopfen auf ein paar Prozent mit Dots und dann töten, während sie dementsprechend mit den Dots ticken. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, die meisten von den Elementaren machen irgendwelche Knockback-Scheiße oder irgendeinen Stun oder irgendeinen CC. Wenn ihr unterbrochen werdet mit dem Strahl, dann habt ihr verkackt, dann habt ihr 30 Sekunden Abklickzeit, bis ihr den nochmal benutzen könnt. So viel noch als kleinen Tipp am Rande. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Videoguide. Habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.